Herzlich willkommen, hoppsala, und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray. Wir spielen The Legend of Zelda Link to the Past weiter. Und ja, wir wollen da jetzt rein in das olle Schloss. Ganondorfs Schergen haben da seltsamerweise etwas dagegen. Ich weiß gar nicht so richtig warum. Ha, jetzt habe ich auch voll Lebensenergie. Und schon hat auch der olle Typi, der immer seine seltsamen Lanzen nach uns wirft, absolut keine Chance mehr. Wow, wir können sogar diese komischen Dingsters wieder zurückschleudern auf ihn. Das finde ich ja nett und schön. Okay, Geronimo, wir greifen an. So. Alles klar. Wir sind schon mal drin. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch zum Zauberer. Das ist bestimmt auch irgendwie möglich. Vorwiegend geht das, indem wir den folgenden Weg benutzen. Einmal so hier links lang und dann mal so hier hoch lang und dann mal hier so raus lang und dann sind wir auch schon fast da. Tralali, tralala, tralala, hopsasa. Eine Sache will ich noch ganz kurz nachgucken. Natürlich, mal wieder, bevor ich irgendwas anderes tue. Hier war doch immer so ein Typ hier, der so gesprächig war. Oh. Nups. Au. I. U. Jetzt ist hier so ein Bombenheini. Ein Typ, der gesprächig war, den es jetzt nicht mehr gibt. Okay. Er war nicht mehr lange gesprächig. Wahrscheinlich wurde er mittlerweile auch zombifiziert. Armer Kerl. Na gut. Sei es drum, wir denken in Zukunft immer ganz arg doll an ihn und ist eigentlich, ja stimmt, jetzt ist da so ein Totenkopf auf der Karte, der genau markiert, wo wir als nächstes hin müssen. Also, wir müssen hier rein. Go, go, go! Mit der Kraft des Masterschwerts können wir die Barriere des bösen Zauberers durchdringen und uns hier hineinbegeben. Ja. Und nun sind wir mitten im Schloss. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter, das geht aber ganz schön hoch. Das sieht von außen gar nicht so hoch aus, offen gesagt. Aber na gut, wird schon alles an Richtigkeit haben. Okay, ja, wir legen uns mit Schlosswachen an. Mit komischen Typis, die Morgensterne durch die Gegend schwingen. Hm, weil die unglaublich viel Spaß daran haben. Warum hält er so unfassbar viel aus? Man weiß nicht. I, U, A. Kann ich eigentlich... Ah, man kann natürlich auch so machen. Wäre vielleicht sogar ein bisschen praktikabler. Alles klar. So. Ja, wir müssen uns jetzt ganz schön ins Zeug legen. Und uns ganz schön zusammenreißen. Zelda verlässt sich... auf uns. Nebenbei verlässt sich auch Sahasrara auf uns. Und noch irgendwie ein paar andere Leute eventuell. Die wir auf unserer Reise getroffen haben. So viele sind es gar nicht. Na gut. Irgendwer wird es schon wichtig finden. Dass wir das Ganze hier... zur allgemeinen Zufriedenheit beenden. Wow, ich will die Fee haben. Dankeschön. Jetzt fühle ich mich wieder sicher. Danke für den Schlüssel. Und ab die Post. Eigentlich müssten sie nur mal eine Tür von innen abschließen. Und schon wäre Link total überfordert. Der wüsste doch gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Der wüsste doch gar nicht mehr, also wie es weitergehen soll. Das wäre echt mies und fies. Zum Glück denken Bösewichte nie so. Deswegen, ja, haben wir da allgemein gesehen nochmal Glück gehabt. So, hier kann man auf wunderbar vortreffliche Art und Weise das Licht anwerfen. Was ich dann jetzt an der Stelle auch ganz gerne tun möchte. Aha, so sieht das also aus. Wenn hier mal ein bisschen Licht und Ordnung herrscht. So muss das sein, so finde ich es fein. Okay, wir gucken uns natürlich alles hier genau, ganz genau um. Also ganz genau an. Wir gucken es uns an, wir gucken uns um. Das ergibt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Ich finde es schön, dass man über die Barrieren hinweg die Fackeln anzünden kann. Ich finde es auch schön, dass dort unten eine Truhe ist, an die man doch bestimmt mit herrlicher Leichtigkeit herankommt. Oder auch nicht. Ich gehe jetzt hier schon wieder viel zu... richtig, oder? Funktioniert das überhaupt so, wie ich mir das vorstelle? Nein, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ich muss zuerst links lang. Hihihi. Was? Na? Na? Mehr Licht. Mehr Licht. Der Hering sprach, es werde Licht. Aber er fand zunächst den Schalter nicht. Ist aber egal. Lichtschalter braucht man. Lichtschalter sind in dieser Welt sehr überbewertet. Allein durch die Tatsache, dass es etwas ähnliches wie eine magische Fackel gibt. Eine magische, ihr wisst schon. Magische Lampe. Aha! Wofür war das? Was habe ich jetzt gerade damit verändert? Weil die Tür da rechts, die ist doch so oder so zu.
Moment. Ich möchte ganz kurz gucken und mich vergewissern. Ach, kann das sein, dass es der Ausgang war, der sich jetzt wieder geöffnet hat? Entweder das oder im nächsten Raum. Keine Ahnung, für irgendwas wird es ja gut gewesen sein. Wir haben irgendeinen Mechanismus gehört. Also denke ich mal tatsächlich, dass das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise interessant war. Ab in den nächsten Stock. Kein Schimmer. Ich weiß es nicht besser. So, vierter Stock. Und ab hier, hoppsala, wird alles anders. Oder auch nicht. Bing. Armer kleiner Kerl. Hat er gedacht, mich mit seinem Bogen piesacken zu können. Dabei hat er einfach nicht vernünftig gezielt. Das ist alles. Ich müsste ihm das mal zeigen, wie das richtig funktioniert. Ich glaube, das wäre sehr angebracht. So. Auch hier wieder jede Menge Fackeln. Warum haben die hier eigentlich... Warum haben die es hier so dunkel auf diesen Stockwerken? Ich finde das ein bisschen unangenehm. Aber das muss auch für die Leute, die hier arbeiten, furchtbar unangenehm sein, oder? Dass man so überhaupt gar nichts sieht. Und dann noch diese ganzen komischen, ja, Löcher überall. Das macht doch keinen Spaß. Ich wette, Aghanim verletzt 10.000 verschiedene Arbeitsvorschriften hier. Dem sollte man einfach mal einen Beamten auf den Hals setzen. Ich glaube, dann hätte er keine Freude mehr hier in Hyrule. Der würde freiwillig abdanken und sich so sagen, was, König werden? Nö, doch keinen Bock mehr. Ist irgendwie scheiße. Hab mir cooler vorgestellt früher. Ja, ja. Au. Verdammt. Bing. Bing. Na gut, er hat ein bisschen geschielt. Ist nicht weiter schlimm. Zumindest haben wir wieder Licht. Hör gut zu, Hering. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Das hat mir ein Wahrsager für 10 Rubine auch schon gesagt. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Aha! Der Tipp ist natürlich viel besser. Und auch noch für umsonst. So, was seid ihr für Typis? Weiß man nicht. Sie tragen eine Lanze. Sie sind rot. Sie sind mehr oder weniger stark. Geht so. Kann man mal einstellen. So, als kleine Wald- und Wiesenwache. Hui! Ich mag übrigens diese Fledermäuse, die keine wirklichen Fledermäuse sind, sondern fliegende Augen. Ja, weiß nicht, wie wir es besser nennen wollen. Es sind fliegende Augen, mein Gott. Ich hau dich zu Klump. Hier gibt's jede Menge Krüge, die ich so liebe. Und hier bekommen wir nicht nur Herzchen. Nicht nur Herzchen? Herzchen? Pfeile? Ja, Bomben? Oh ja, wir werden hier ganz gut gefüttert und gemästet. Mit diversen kleinen Leckereien. So muss das sein. Ich möchte wieder den Bumerang haben. Vor allem möchte ich, dass du ganz schnell, ganz doll, ganz viel Abstand nimmst. Von mir. Bitte. Das wäre furchtbar nett. Hui. Machen wir doch mal so. Genau. Dann nerven die nicht so. Geronimo! Bam! Das war mal erfolgreich. Ab in den nächsten Stock. Sechster Stock. Okay. Sehr raffiniert von euch. Oh, dass ihr durch Statuen hindurch schießen könnt. Warum könnt ihr das? Ih, das ist... Au, lasst es doch. Mal ne Job. Okay. Ha. Tja, hätte ja nicht gedacht, dass sie sowas kann, ne? Hätte ich mir auch fast ins eigene Fleisch mitgeschnitten eher. Problem ist nämlich... Ah, ich wusste nicht, dass man die Statuen auch ziehen kann. Das ist cool. Problem ist nämlich, dass die Ritter da ein bisschen durchgebackt wären, wenn ich die Statue weiter gegen sie geschoben hätte. Also sie wären dann nicht draufgegangen. Irgendwie so nach dem Motto, dass man sie dann ja hätte eingequetscht hätte. So. Ein sehr enger Pfad der Unpassierbarkeit. Aber zum Glück mit meinem Bumerang und meiner Raffinesse es ist absolut kein Problem, hier weiter voranzukommen. Und nun sind wir im siebten Stock angelangt. Das Zeichen des bösen Zauberers Aghanim. Er muss hier ganz in der Nähe sein. Badau! Hi. Oh la la. Hering. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut, aber nicht mehr lange kleiner. Kabimmel, Kabammel, Kabommel,
Kabumm! Ich find's cool, wie wir einfach zusehen. Ich meine, wir haben einen Bogen. Hallo? Na bitte. Damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Ja, ha, ha. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn... die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. Ey, das finde ich voll doof von dir, Mann. Ist aber ein sehr hübsches Bett. So ein bisschen. Oder auch nicht. Naja, eher nicht. Na gut. So, Aghanim, wo bist du? Bist du hier hinter? Bist du hier hinter? Bist du hier? Aha. So, und bitte. Oh la la, du möchtest mich zu einem Duell herausfordern. Nichts lieber als das. Ja, und schon geht's los. Der Kampf gegen Aghanim. Was muss ich tun? Aha, ihi. Aghanim wirft Energiebälle nach uns, die wir spaßeshalber zu ihm zurückschießen können. Allerdings, diese blauen Dinger sind ein bisschen unnütz. Und ja, machen keinen Schaden bei ihm. Schieß mal einen normalen Energieball, Aghanim. Es wäre furchtbar nett. Einen normalen Energieball. Was ist gerade los mit ihm? Dreimal hintereinander einen blauen ist ein bisschen blöd. So, ja, hauen kann ich ihn übrigens nicht, wie wir gerade feststellen. Das verursacht nur einen Blitzschlag bei mir. Dementsprechend wäre es jetzt ganz gut. Ah, wenn ich es richtig mache. So, das ist die eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Die andere Möglichkeit, oder für die andere Möglichkeit, benötige ich das Schmetterlingsnetz. Ja, was auf dasselbe hinausläuft, ich schleudere einfach die Energiebälle zu ihm zurück. Mit dem Schmetterlingsnetz ist es natürlich ein bisschen stylischer, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen. Weil wer kann schon von sich behaupten, dass er den bösen Zauberer mit einem Schmetterlingsnetz gezwungen hat? Also, gibt da, glaube ich, in der Beziehung nicht sonderlich viele Menschen. So. Wenn er sich so hinstellt und sich nicht in meine Richtung dreht, dann weiß ich immer, dass er diese Blitze macht. Die Blitze kann ich nicht abwehren. Deswegen ist es dann so wichtig, dass ich Abstand nehme, beziehungsweise mich irgendwo oben verstecke. So. Ja, dann geht es jetzt nur noch darum, ein paar mehr Energiebälle auf ihn zu schleudern. Weil das, glaube ich, so richtig ist. Au, das war ein bisschen dumm. Nur ein bisschen zum Glück. So. Aghanim, du hast keine Chance gegen mich. Du weißt es noch nicht, aber ich weiß es. So, ja. Schleudere ruhig deine Blitze der Verdammnis. Sie finden ja doch kein Opfer. Und nun bitte wieder einen normalen Energieball. Danke. So. Und noch jetzt noch ein paar von denen. Das wäre furchtbar nett. Na, so. Oh, nö. Habe ich keinen Bock drauf. Auf deine komische blaue Plörre. Nee. Jetzt mach doch nur mal. Der macht verdammt selten irgendwie seinen normalen Energieball. Woran liegt denn das? Oh la la. Das war einem Helden würdig. Wäre es nicht korrekter, wenn man sagen würde, das war eines Helden würdig? Aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention! 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 Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Ha! Wie, was Schattenwelt? Nö, du wirst gar nichts. Hier, ich werde dich kaputt machen. Bau, bau, bau. In Scheibchen schneiden werde ich dich. Wie eine wunderschöne Salami. Flup. Hering, kannst du mich hören? Ich bin es, Sasrala, der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du sieben Mädchen befreien, weil es so, sie sind Nachfahren der sieben Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten.
Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Bitte. Okay. Das Thema der Schattenwelt. Jetzt sind wir also da. Das ist übrigens der Punkt, den ich glaube, im letzten oder vorletzten Part erwähnt hatte. Wenn wir jetzt die Mondperle aus Heras Turm nicht hätten, dann hätte uns Saasrala an der Stelle wieder in die Lichtwelt teleportiert, damit wir uns eben die Mondperle besorgen können. Ja, so wäre das gewesen, meiner Erinnerung nach. Das hier, da ist der Schattenpalast. Da sollen wir als erstes hin. Ja, der Punkt mit der Nummer 1 markiert. Und, ja. Wir stehen jetzt also an der Spitze dieser Pyramide. Irgendwie logisch. Ich meine, wir hatten jetzt an der Spitze der Burg mit Arganim gekämpft und von dort aus hat er uns in die Schattenwelt befördert. Gut. Was er aber nicht ahnte, dass wir eben die Mondperle unter unseren Gewändern mit uns herumtragen. Er hätte vielleicht erstmal so eine gewisse Fühlkontrolle einlegen müssen, aber naja, gut. Wie dem auch sei. Ein Zauberer kann halt auch nicht an alles denken. So, ja, erfreuen wir uns also an der wunderbaren Schattenwelt und wie gesagt an der wundervollen Musik. Macht wirklich extrem viel Spaß. Und jetzt können wir also dieses glorreiche, fast schon ja, bedrohlich wirkende Land erforschen und uns mit zahlreichen neuen Kreaturen messen. Du hast ein Herzteil gefunden. Yay. Und nebenbei einen weiteren vollen Herzcontainer zu bekommen. Okay, das hat schon mal wunderbar funktioniert. So, ich möchte, bevor ich mich mit den ganzen Gegnern beschäftige, nochmal ganz kurz hier gucken. Das hier ist wichtig. Das hier wird irgendwann zumindest wichtig werden. Mit einer normalen Bombe ist hier aber nicht wirklich etwas getan. Und ja gut, ansonsten ist hier oben nichts weiter. Das da links sieht interessant aus, ne? Warum ist es da offen? Kommt man jetzt auf einfachem Wege aber nicht hin. Na gut, müssen wir uns merken für irgendwann mal. Normale Wald- und Wiesengegner laufen hier herum. Allerdings auch bösartige Zyklopen, die Bomben nach uns werfen. Sehr üble Zeitgenossen, die offenkundig auch sehr viel Schaden verursachen. Ich habe mal eben 3 Herzchen verloren. Das ist nicht so schön. Nebenbei. Okay. Das ist echt nicht so schön. Nebenbei. Halten die sehr viel aus. Ja, gut. Sollten wir uns gewöhnen. Also wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass die Schattenwelt sehr, sehr gefährlich ist. Was ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verständlich ist. Und hier können überall halt gar zahlreiche und bedrohliche Gefahren auf uns lauern. Genauso auch diese komischen menschenfressenden Pflanzen, die hier durch die Gegend eiern. Ansonsten funktioniert in der Schattenwelt natürlich weitestgehend alles so, wie wir es kennen. Also wir können unsere Items eben so einsetzen, wie wir es gewohnt sind. Palast der Dunkelheit. Ja, und stellt ruhig selber mal so ein bisschen die Vergleiche an, was sich jetzt verändert hat, wenn wir das mal einfach so mit der Lichtwelt vergleichen wollen. Hier würde ich zum Beispiel auch durchkommen und dann könnte ich mich weiter oben umgucken. Wäre das irgendetwas? Ich bin mir unschlüssig. Ah, wir schauen uns das einfach mal an. Die Brücke ist in jedem Fall kaputt, sodass wir da nicht rüberkommen. Ins Wasser kann ich meines Wissens nach. Also das sollte jetzt kein Schaden verursachen oder irgendwie so. Es ist wirklich ganz normales Wasser. Eine ganz normale Plörre, durch die wir uns hindurch bewegen können. Aber da ich vieles eben in der Schattenwelt auch nicht mehr so gut kenne und so. Also für mich lohnt es sich schon mal sehr, wenn ich mich auch einfach mal so ein bisschen umgucke. Und dann einfach mal schaue, ob ich irgendwelche mehr oder weniger interessanten Dinge irgendwo entdecke oder finde. So, die dumm. Ja, nein, vielleicht. In jedem Fall haben wir es hier wieder mit zahlreichen Büschen zu tun, die wir kaputt hauen können. Oh, und ein richtig übel gelaunter Schweinskrieger, Irks, der uns mit seiner Lanze aufspießen wollte. Hier war einstmals der Magieshop der Hexe. Und hier in der Schattenwelt ist stattdessen ein Händler. In
In einer gefährlichen Welt kannst du einiges gebrauchen. Such dir etwas aus. Ja, roten Trank. Es gibt ja auch Schilde. Also, für 50 könnt ihr mir wieder normalen Schild besorgen. Könnte vielleicht noch wichtig werden, sofern man sein Schild verliert. Oder eben, man kann sich Bomben kaufen. Ja, Schilde verlieren. Es gibt hier auch wieder, glaube ich, diese komischen Schleimwesen, die einem, ja, diverse Items mopsen können, wie zum Beispiel auch den Schild. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich, ja, was ich gebrauchen könnte. Aber in Zelda-Spielen, oder beziehungsweise in Zelda-Let's Plays neige ich ja ganz gerne dazu, mal irgendwelche Dinge zu verlieren. Teich des Unglücks. Ach nee. Wer wird denn hier so unglücklich sein? Dieser Teich doch nicht etwa. Oder vielleicht doch? Fragezeichen. So. In dem Moment ist hier erstmal nix. Bisschen irritierend, dass ein paar dieser komischen Dingstars lebendig werden können. Die Zoras haben sich auch merklich verändert. Oder sehen einzig anders aus in der Schattenwelt. Verflucht sei derjenige, der es wagt, etwas in meinen Teich zu werfen. Okay. Ja, was denn zum Beispiel? Das hier zum Beispiel? Oh. Wie jetzt? Wo jetzt? Was jetzt? Hilfe! Hilfe! Wer bist du? Was bist du? Du bist ein... Wels? Du hast mich aus schönen Träumen gerissen. Nimm dies und verschwinde wieder. Oh. Okay. Das Erde-Medaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. Yay, unser erstes Medaillon. Unser erster... Naja, nee, eigentlich unser zweiter magischer Gegenstand. Den Eisstab hatten wir ja schon länger. Ja, das Erde-Medaillon. Und was das kann, das schauen wir uns gleich mal an. Ich persönlich fand ja immer, dass die magischen Items... Na, wir probieren es mal aus. Moment. Achtung. Bam. Und sie verwandeln sich in komische Dingsters, in Steckrüben oder so. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Die aber trotzdem noch verhältnismäßig aggressiv sind. Zumindest kommen sie die ganze Zeit auf mich zugewankt. Finde ich sehr seltsam. Ich selber fand ja immer, dass die magischen Items in Zelda verhältnismäßig, ja, also zum einen stiefmütterlich behandelt wurden. In A Link to the Past, sie haben es ja wenigstens noch versucht. Also, es gibt wirklich einige Abschnitte, wo ich auf diverse Sachen dann auch angewiesen bin. Auch auf diese Medaillons und so weiter. Aber irgendwie... Ey, weiß nicht. Ich finde in Zelda-Spielen, sie wirken weitestgehend doch eher ein bisschen wie Fremdkörper. Deswegen, es wurde ja auch über die Jahre eigentlich immer weniger, was so richtig... Also, was so richtige Magie angeht, die Link einsetzen kann. Das hatten sie dann nicht mehr so richtig weiter verfolgt. Klar gab es noch einige mehr oder weniger fantastische Gegenstände, aber so reinrassige Magie, die wurde eigentlich immer seltener. So, und ich merke, dass der Part immer länger und länger wird und ich eigentlich schon längst eine Pause hätte machen können. Na gut, egal. Guter Einstand hier in der Schattenwelt. Direkt mal ein cooles neues Item bekommen. Das Erde-Medaillon. Und ja, was uns jetzt hier und im Folgenden noch so erwarten wird, das finden wir hoffentlich beim nächsten Mal heraus, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ich sag dann jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.